Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu. Nein, Moment, nicht zurück. Willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Singularity für den PC. Ein Spiel, das ich vor Ewigkeiten mal aus der Videothek mir ausgeliehen habe. Damals, glaube ich, für die PS3, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich fand es damals ziemlich cool. Hab's dann Ewigkeiten nicht mehr gespielt und von daher ist das quasi für mich blind. Ich weiß so ein bisschen, was es für Spielmechaniken gibt, aber das war's auch schon. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal in ein neues Spiel. Auf normal natürlich. Was sonst? Die Sowjetunion baut weiterhin ihren militärischen und politischen Einfluss aus. Sowjetrussland hat eine Schlüsselposition inne und bestimmt die Zukunft der Welt. Aber die Vereinigten Staaten kennen das Geheimnis der Atomkraft. Mr. Truman erklärt, dass wir die atomare Kontrolle haben müssen. Die Flaggen der Freiheit wehen in aller Welt. Diese Überlegenheit soll jedoch von kurzer Dauer sein, da Stalin an einem eigenen Plan arbeitet. Bei der Suche nach Uran auf einer kleinen Insel an der Südostküste der Sowjetunion entdecken russische Ingenieure E-99, eine mächtige und beispiellose Energiequelle. Stalin sieht eine Gelegenheit zur Weltherrschaft darin und genehmigt unbegrenzte Forschungsmittel, um die Kapazitäten der Substanz zu erforschen. Der Projektleiter Viktor Barisow errichtet eine Inselforschungsstation, Katorga 12. Für seine bahnbrechenden Forschungen erhält er den Lenin-Orden. Als Nikita Khrushchev Stalins Nachfolger wird, beschleunigt er das Programm und drängt Barisow mit Tests zu beginnen. Aber E-99 ist nicht nur eine unvorstellbare Energiequelle, es ist unglaublich flüchtig. Es sind keine Überlebenden des Desasters bekannt. Moskau begrub die Anlage und radierte sie effektiv von den Karten aus. 2010 fällt das Bild eines US-Spionagesatelliten über dem Gebiet wegen hoher Radioaktivität aus. Aus Angst vor einem zweiten Tschernobyl und vor Moskaus Verschwiegenheit befiehlt das Pentagon eine Aufklärungsmission über Katorga 12. Was meinst du? Was soll ich sehen? Sparta 2-1, Sparta 2-1, wir registrieren eine Strahlungsspitze auf Ihrem Vektor. Oh, Scheiße! Das ist ein EMP! Autsch. Wir sind tot, Spiel vorbei. Mist. Das kürzeste Let's Play, das es je gegeben hat. Nee, natürlich nicht. Hier brennt so ein bisschen was. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Okay. Punkt, ups. Okay, da sollen wir wahrscheinlich nicht lang. Meinetwegen. Ah. Was haben wir da? Stimpack. Sie erhalten etwas Gesundheit, wenn Sie ein Stimulationspack aufnehmen. Ja, okay. Der Tod von Dr. Demichev im Feuer hatte weitaus schlimmere Konsequenzen als angenommen.
Wir hatten gehofft, Dr. Barisow würde die Genehmigung bekommen, mit unseren Forschungen fortzufahren. Aber wir haben eben erfahren, dass Moskau unsere Arbeit für zu gefährlich hält. Jede weitere Forschung an E99 wird eingestellt und alle Mitarbeiter werden von der Insel gebracht. Katorga 12 wird komplett stillgelegt. Und unsere Arbeit ist verloren. Willkommen auf Katorga 12. Alle Neuankömmlinge müssen sich bei der Registrierungsstelle melden. Alle bereits Registrierten können durch das Nordtor passieren. Okay. Warum kriegen wir eine Lautsprecheransage, wenn wir mit einem Mikrofon interagieren? Da spricht man normalerweise rein und hört nichts. Naja, okay. Okay. Akzeptieren wir das jetzt einfach mal als gegeben, ne? Haben wir hier noch irgendwas im Gepäck? Nee. Hier ist Devlin 4-1. Wir sind getroffen, verdammt! Wiederhole, sind getroffen! Hey Devlin. Du hast ja überlebt. Titan 1, wie ist der Status, Captain? Ausgeschaltet. Der Heli ist unten und wir sind verstreut. Ich weiß noch nicht, wie viele Verluste. Over. Der Satellit hat Sie etwa 30 Klicks südlich eines Funkturms. Schaffen Sie Ihr Team dorthin, Captain. Wir holen Sie da raus. Verstanden, Sir. Team Sparta, wenn ihr mich hört, Frequenz wechseln auf Tech 3. Wir sehen uns am Treffpunkt. Okay. Erste-Hilfe-Päckchen. Drücken Sie H, um Erste-Hilfe-Päckchen einzusetzen, die Sie unterwegs finden. Später können Sie die Anzahl von Erste-Hilfe-Päckchen, die Sie bei sich tragen können, sowie Ihre Effizienz erhöhen. Okay, und wir sollen uns mit Devlin treffen. Na denn, Development Community of Science, Industry and, and Technological Studies, ja meinetwegen. Ha. Noch ein Medikit. Das ist gut. Medikits sind gern gesehen. Hier noch irgendwas? Nö. Na gut, dann müssen wir hier wohl rein. Hallo Genosse. Ja, Genosse, ne? Hallo Stalin. Der Zustrom neuer Wissenschaftler und Techniker nach Katorga 12 ist auf nahezu null zurückgegangen. Gerüchten zufolge könnte Dr. Barisow der neue Leiter von Katorga 12 werden, aber ich bezweifle, dass Moskau viel Vertrauen in ihn hat. Wäre Dr. Demichev nur nicht im Feuer gestorben. Okay. Da fällt mir gerade ein. Nee, Untertitel kann ich leider nicht einstellen. Schade. Das wäre für euch vielleicht ganz praktisch. Weil ich nicht weiß, wie laut das in der Aufnahme sein wird. Naja. Yay, Ding. E99 ist ein kostbares Element, das man nur auf Katorga 12 findet. Hier wird es in einer Tiefe von über einem Kilometer abgebaut. Okay. So ein bisschen Hintergrundinfo finde ich auch immer ganz schön. Also, in einem Kilometer Tiefe wird das Ganze abgebaut, hör. An den Industriedocks werden die Vorräte vom Festland angeliefert. Jeden Tag werden hunderte von Tonnen Ausrüstung und Material abgeladen. Okay. Nach Bauabschluss wird der Turm der Sitz des Barisow-Reaktors. Dieses wirkungsvolle Gerät wird eine Singularität generieren, einen Ereignishorizont, der die Sowjetunion mit unbegrenzter und dazu sauberer und sicherer Energie versorgen wird. So zumindest der Plan. In der Verarbeitungsanlage wird das E99-Erz gereinigt und angereichert. Die Sicherheitsstufe ist sehr hoch, um die Bevölkerung vor möglicher Radioaktivität zu schützen. Okay. Über die Bahnlinie werden große Mengen an Vorräten und Forschungsmaterial über die Insel bewegt. Sie dient auch als Haupttransportmittel für rohes E99-Erz. In den Forschungslaboren werden die wissenschaftlichen Untersuchungen zum Potenzial von E99 durchgeführt. Zu den Versuchsfeldern gehören Waffenentwicklung, Ernteregeneration, medizinische Forschung sowie Chronologieuntersuchungen. Sie sind hier.
Zum Dorfbereich gehören die zivilen Docks, an denen das Personal auf Katorga 12 ankommt. Es ist die Heimat vieler Bewohner der Insel und es gibt eine Schule, die das Beste an russischer Ausbildung bietet. Okay, gut zu wissen. Da ist nichts weiter. Hier ist so auch nichts weiter. Okay. Gut, gut, gut. Oh, ein alter Super 8 Streifen. Die Bedrohung auf dem Westen ist stets präsent. Und hier auf der isolierten Insel Katorga 12 bekämpfen wir sie. Die ruhmvolle Arbeit, die wir hier leisten, wird die Welt verändern und unsere Lebensweise vor den Aggressoren schützen. Sowjetische Wissenschaftler haben die Antwort auf unsere Hoffnungen und Träume entdeckt. Das Element E99 ist ein seltenes Element, das es nur auf Katorga 12 gibt. Es gibt hier auf Katorga 12 viele Möglichkeiten, Mütterchen Russland zu helfen. Ihre Familie wird auf der Insel ein gutes Leben haben. Ihre Kinder werden in der Schule die beste russische Ausbildung erfahren. Wissenschaftliche Forschung ist die größte Abteilung auf der Insel. Sie verbessert Ackerbau, Industrie, Medizin und das Militär. Die Verarbeitung von E99 ist ein wichtiger Teil der Inselfunktion. Metall, Gas und andere Formen von E99 werden für den täglichen Einsatz hergestellt. Eine starke Militärpräsenz ist wichtig auf Katorga 12, um die Sicherheit der Insel zu garantieren. Eine Arbeiterschaft, die jeden Russen stolz macht, ist das Rückgrat der Insel. Vom Rangierbahnhof bis zu den Docks. Alle Arbeiter unterstützen das Vaterland. Alle ihre Bemühungen tragen dazu bei, das ultimative Ziel unserer Arbeit hier auf Katorga 12 zu erreichen. Wir müssen gegen die Mächte des Westens zusammenstehen. Sie gehören zu den Glücklichen, zum Dienst auf Katorga 12 auserwählten. Auch ihre Familie durfte sich hierher begleiten. Okay, interessanter Film. Sehr, sehr interessant. Vor allem der Anfang, ne? In einem russischen Film mit Living on Katorga 12 zu Beginn ist ein bisschen merkwürdig, sag ich jetzt mal. Wenn ihr wie durch ein Wunder noch lebt, aber hey. Gehört, Treffpunkt ist der Funkturm, den wir vor dem Absturz passierten. Das Rettungsteam holt uns dort ab, also Beeilung! Okay. Ah ja, Nahkampfangriff mit dem Mausrad. C zum Ducken. Das finde ich doof. Das müssen wir gerade mal ganz kurz ändern. Das hätte ich gerne auf Steuerung. Danke. So. Hilfe! Hilfe! Um Gottes Willen! Lass mich doch raus! Okay. Was war das jetzt? Irgendeine Vision. Irgendeine Einbildung. Was auch immer. Einbildung ist auch eine Bildung. Hier geht's lang. Der einzige Weg. Na gut. Was zum... Okay. Was zum Teufel? Warum steht hier alles wieder? Sind wir hier gerade irgendwie in der Zeit gereist oder was? Rette mich doch jemand! Ja, gerne. Wenn du mir sagst, wie? So. Ich muss an der richtigen Stelle stehen. Ja, denn. Okay. Hier ist der Weg gerade schön aufgegangen. Dann wollen wir mal hier lang. Nee. Wahrscheinlich eher nicht so, ne? Doch. Doch, wir wollen hier lang. Okay, dann hier wieder zurück. Oder so.
Whoops. Hey, Kunden, stopp! Der mich jetzt auf mich! Ja gut. Aber... Bitte! Bitte! Herr im Himmel! Helfen Sie mir, bitte! Das ist jetzt nicht so toll. Moment, hier lang. Gut. Wow. Sorry, Dude. Dir kann ich nicht mehr helfen. Denke ich. Da kommen wir nicht lang. Na, warum auch? Okay, dass das gehalten hat. Naja. So. Damage, was ist passiert? Was tun Sie denn? Was ich tue? Nichts. Ich bin aus dem Ring gestorben. Zum Glück hat er mich gerettet. War das nicht... Das war doch gerade noch eine... war das Stalin oder Lenin? Das war Stalin. Das war doch nur ein Stalin-Kopf. Warum jetzt Demichev? Waren wir wirklich in der Vergangenheit? Und haben die geändert? Okay, das scheint immer noch dasselbe zu sein. Ja, gut. Das ist mir jetzt gerade mal egal. Aha, jetzt kommen wir auch hier durch. Na gut. Na gut, E99-Technologie? Aha. Viele Experimente auf Katorga 12 setzen die Energie von E99 ein. Mit den Überbleibseln davon können Upgrades erstellt werden. Sie können Upgrades erwerben, sobald sie jemanden gefunden haben, der die E99-Technologie versteht. Okay. Ah ja, da war noch ein bisschen E99-Technologie. Schön. Da auch. Perfekt. Na Mensch. Okay, wir können also in irgendeiner Form Upgrades bekommen. Durch diese E99-Technologie. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, also fasse ich mich kurz. Die Singularität ist vor 2 Stunden explodiert. Hunderte Menschen sind tot. Aber die sich ausbreitende Strahlung hat auch Auswirkungen. Sie verwandelt Menschen in brutale Monster. Sie fressen Menschenfleisch. Ich muss hier weg, ehe sie mich finden. Okay. Titan 1, bitte melden. Verdammt nochmal, wieso meldet sich keiner? Melden Sie sich und sagen Sie mir, dass das hier nicht normal ist, denn ich drehe hier gerade offiziell durch. Ich drehe hier gerade offiziell durch. Ich weiß es, verdammt. Nee, da kommen wir nicht durch. Okay, okay. Augen geradeaus. An den Befehl halten. Weiter bis zu diesem Funkturm. Jo, weiter bis zu diesem Funkturm. Sehr geehrter Herr und Frau Mojikavic. Ihr Sohn Jakov stört ständig den Unterricht. Er provoziert mich vor den Augen der anderen Schüler und weigert sich, während des Unterrichts seinen Hut abzunehmen. Sein schlechtes Benehmen wird nicht toleriert werden. Wenn das so weitergeht, fliegt er von der Schule oder noch schlimmer. Frau Kozlov. Aha, die gute alte Frau Kozlov. Achso, da das Mobile. Ja, gut. Gut, 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 gut. Da können wir ans Gepäck ran. Schön, noch ein Erste-Hilfe-Päckchen. Okay, Mann, so viel Zeug hier. Ist da noch wer? Gibt's hier Überlebende? Als Kascha vom Labor zurückkam, sagte sie mir, dass ihr schlecht sei, weil sie mit einer E99-Lösung in Berührung gekommen war. Ich bot ihr an, sie zum Arzt zu bringen, aber sie hatte Angst, dort könnte man ihr etwas antun. Sie flehte mich an, nichts zu erzählen und die Krankheit ihren Lauf nehmen zu lassen. Aber dann wurde sie aggressiv und ich verriegelte ihre Tür. Ich habe so schreckliche Geräusche aus ihrem Zimmer gehört, dass ich nicht einmal ertragen kann, nach ihr zu sehen. Okay. Das ist jetzt nicht so toll.
jemand diese Aufnahme findet, bitte. Unsere Kinder verstecken sich in einem Raum oben bei der Treppe. Sie haben nur begrenzt Nahrung und Wasser. Sie halten nicht mehr lange durch. Bitte, sie haben solche Angst. Okay. Huh. Ich verfluche den Tag, als wir nach Katorga 12 kamen. Juri arbeitet bis zum Umfallen in den Labors. Ich frage ihn ständig, was so wichtig ist, dass er nicht heimkommen und schlafen kann. Aber er sagt nur, er darf nicht über seine Arbeit reden. Sonst würden wir beide bestraft. Okay, das ist, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber naja. Okay, hier haben wir doch schon mal eine Waffe. Die Centurion. Einzelschussrevolver, der eine mächtige E99-Kugel abfeuert. Dieser Revolver richtet erheblichen Schaden an, hat aber eine sehr geringe Feuerrate. Okay. Ah ja. Und so können wir hier den Raum öffnen. Ich sehe schon. Was war das? Was zum Teufel ist das? Okay. Okay. Warum nicht, ne? Ich glaube, wir haben unsere Gegner gefunden. Wow. Alter. Komm schon. Was zum? What? Okay. Die halten so ein bisschen was aus, habe ich das Gefühl. Yo. Okay, waren das jetzt beide? Nee, da ist noch einer. Sehr schön. Beide erledigt. Was zum Teufel, ey? What the heck? Okay. Okay, das mag mir irgendwie nicht ganz so sehr gefallen. Das mag mir gerade... Holy. Haben die hier... Okay, die Viecher fressen Menschenfleisch. Ja gut, hätte man eigentlich mit rechnen können, ne? Nach dem, was man hier so gesehen hat. Titan 1, wenn Sie mich hören, ich bin in einer Art Schulgebäude und da ist ein Kerl... Heilige Mutter Gottes! Okay, in einem Schulgebäude. Das wird's nicht sein hier. Glaube ich. Ah, yay. Ich könnte das Karussell drehen. Gut. Ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter umsehen und zum Treffpunkt gehen, wo auch immer der sein mag, weil ich sehe hier einen Wasserturm, aber keinen Funkturm. Egal. Bevor wir uns hier weiter umsehen, würde ich sagen, beenden wir die erste Folge hier für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.